Willkommen zurück zu einer neuen, qualvoll erblindenden Folge Party Animals mit einem Mann, der ein neues Bleichmittel zum Tierblindmachen erfunden hat, Kreis. Hallo, aber das ist doch für Farm, das ist doch gar nicht für hier. Ja, aber du hast gemeint, daran hättest du es getestet, deswegen wären diese Tiere so aggressiv. Die weil sind sie, ja aggressiv. Ja, weil du sie teilweise erblindet hast. Die müssen natürlich auch, weißt du, weil wir bei Kreis Industries natürlich so tierfreundlich sind, testen wir das erst natürlich an Messdienern. Und dann... Was nehmen wir denn? Ey, hier, Macchiato? Macchiato? Ey, das Yellow hier... Cats. Guck mal, ich habe jetzt sogar noch einen pinken Hund. Das ist der brasilianische Hund. Adi da drüben, der hat einen lilanen, gell? Ich habe auch einen lilanen. Lila, pink, orange. Das ist der brasilianische, der pinke. Wenn man in der Lobby ist, wird man voll oft gefragt, hä, wie hast du den bekommen? Tja, hab einen Bro in Brazil. Hab einen in Brazil connected. Einen in China, einen in Brazil, Alter. Ich hab die ganze Welt in meinem Telefonbuch. Ein Anruf und ich krieg den Donald Trump-Hund. Boah, guck mal, der bewegt sich schon. Beat up Max. Boah, direkt rausgeschleudert den Sack. Boah. Lasst meine Katze in Ruhe. Ach nur das Krokodil, das geht richtig aggro. Und dieser Otter, Vorsicht, Klick. Der Otter ist gefährlich. Otter ist raus. Oh, Bombe ist rein. Bombolo. Krokoman ist raus. Oh, Alter, er hat mir einen Drop of Kick verpasst. Aber ich distracte ihn. Er hat meine Kappe genommen. Oh Gott. Jetzt! Katzenpower! Nein! Nicht wieder so ein Self-Kill. Jetzt, oh, was? Weil er gelegen hat. No! Jetzt wird's tricky. Jetzt, vorne raus. Oh. Ey, der ist rutschig, ne? Der ist wirklich, der klebt doch irgendwie fest. Oh, die Bombe, die. Ah, aber hier, Clyde Gale Forest. Der ist weg. Oh. Ori und der Gleitgill Forest. Ori und der Gleitfisch. Anstelle von irgendwie Harz kommt Gleitgill aus den Bäumen. Nice. Boah, El Crocodile. Hat da schon Ori? Ich bin mit runtergerutscht. Ori hat wirklich Gleitgill. Der besteht eigentlich nur aus Gleitgill. Das ist so ein kleines Spermium. Im Flutschwald. Orali im Flutschiwald. Aber auch dieses Kultkleidgel, Flutschi, ne? Hast du ein bisschen Flutschi? Stand damals in jedem Club, Alter. Achtung! Ja. Das Clubgel. Clubgel? Clubby. Ey, Ottercamp. Oh! Das war nicht meiner. Schnell, rein! Come back! Nochmal drüber geslappt. Bam! Auspushen! Otter-Söhne! Achtung, eine Banane! Vorsicht, die ist gefährlich. Das ist eine Brandbanane. Ah, siehst du, eine ist drauf ausgerutscht. Oh, ich hab Adi geschlagen. Oh nein, die sind ja beide in Team Gelb. Zwei, ja. Das sind zwei, oh Gott, Adi nimmt mich. Adi nimmt mich einfach mit, Alter. Der alte Ade. Ja, guck, so heißt der Adi. Ja. Kann ja nichts dafür, das ist sein Name. Krokoman. Oh. Uff, was geht da drüben ab? Oh, der hat seine Dose gesnackt. Ich bin wieder allein gegen Yellow, ey. Ja, ich bin tot. Ey, ich hatte da gar keine Chance. Ich war so gesplittet im Lager des Feindes. Oh, ne, Adi nimmt mich wieder mit. Ja, ne, Adi schmeißt mich raus. Versuch die mit einer Bombe zu holen. Gegen Adi hast du wirklich keine Chance. Der aggressive Adi. Guck mal, wie Ori da festhängt, ne? Das ist wieder so eine Cheat-Position. Ich schmeiße aber einen Lachs jetzt, pass mal. Alter, der ist auf der halben Strecke hängen geblieben. Was soll denn das? Ori und der fliegende Otter. Los? Ja, das gewinnen sie. Ja, weil der eine sich immer für den Otter opfert. Ja, Otter-Söhne halt. Sausa.
Ja, die alte Drecksau. Otter ist hier irgendwie, keine Ahnung, der... Direkt auf Yellow. Hab ihn. Boah, er hat Luna, Schuck, hallo. Wie hat er das überhaupt in die Hand gekriegt, so schnell? Ich krieg ihn nicht. Er liegt da so an der Kante, dann rutsche ich wieder nur selbst runter. So, Gelb ist schon mal eins unten. Au, Achtung, au. Oh, Vorsicht, der will uns aus irgendeinem Grund. Dabei sollten die lieber auf Gelb gehen. Gelb ist das Risky-Team. Ja, aber das ist den Leuten immer egal. Ich bin knocked. Achtung, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh Gott. Hängt eine Bombe. Ja, und der Otter hängt da fest. Oh, ja, weg ist der Otter. Hab Ori. Au. Oh mein Gott. Oh, 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 Pressung. Hier ist eine Pressung. Ich komm nicht hoch. Was ist das? Ich werd gesteinigt von Fischen. Alter, wie irre. Jetzt liegt alles bei dir. Ich wurde so hart mit Fischen blockiert. Oh nein. Ah, vielleicht, eventuell. Ich bin jetzt runtergefallen, ja. Boah, geil, Mann. Ey, ich wurde so gesteinigt mit Lachsen. Ich wurde richtig Lachsfidel. Lachsfidel. Der Bumsfidele. Oh Gott! Ich wurde weggebumsfidelt. Alter, ganz hart. Ade. Ade, der Gierige, will er mich in den Tod reißen? Sagt er, wenn ich nicht regiere, kann dann niemand. Boah, Alter, gibst du mir erstmal eine Dampfglocke. Das war eigentlich eine Adi-Glocke, aber... Oh Gott, Otterglocke. Oh nein. Ich blockiere. Ich bin Otter genockt. Aber der hängt. Ich hab Adi raus. Warte, warte, ich versuche den Otter mitzunehmen. Boah, er hat mich. Jetzt reiß ich in den Tod mit ihm. Ja, Pile Driver into Death. Ori lebt noch. Ori lebt noch. Was? Wieso lebt Ori noch? Ich krieg ihn nicht. Nee, ich krieg ihn nicht. Der hat sich da voll ins Seil verkeilt. Oh nein, ich häng da so schräg. Nein, das gibt's doch nicht. Wieso? Nee, dieser Ori ist so komisch, gleitig, glitschig. Und dann irgendwie auch mit seinen Ohren hat er sich da rein verkeilt. Ori, ey. Ori. Ah, da verdammt, da liegt ein Nunchuck. Schnapp dir die Chucks. Alter, wie lange war ich bewusstlos? Ich habe einen ganz normalen Schlag bekommen und ich war Stunden bewusstlos. Ich bin immer noch bewusstlos. Ich bin gejoint und war noch bewusstlos in der nächsten Runde. In der nächsten Alter, Lobby. Achtung, 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 Vorsicht, Vorsicht. Ich habe Ori ins Weltall geprügelt. Böser Dog. Aber das ist noch der böse Dog. Oh! Aber ich glaube, er will nur... Glitschbanane! Aua. Die Chucks sind weg. Ja, aber ich auch. Boah. Okay, jetzt muss Grün gewinnen. Ade. Komm schon, Grün, du musst gewinnen. Mit Adi AD hat er mich... eingesprüht. Führer weg. Führer weg. Was machst du da? Oh Gott! Er hat ein dickes Bananenproblem, aber... Oh, oh, oh! Boah! Das war okay, wir haben noch eine Chance. Das war ziemlich unschlau. Die Bananen sind hier ziemlich fies. Ich habe extra mal schön Bananen gesprayt. Bananenspray. Nice. Ich kümmere mich drum. Was? Er flippt nach hinten? Jetzt aber komm. Jo, Otter ist raus. Oh, mit dem Boomerang, wo kam der denn her, Alter? Vorsicht. Nice. Ah, oh, Mist. Ich krieg sie nicht hoch genug. Den fetten Hund, der hat sich vorher fett gefressen. Ja, der hat ihn, Ori hat ihn abgefangen. Oh oh. Bombe! Ah, ich habe ihn angelockt mit der Tasergun. Ich bin knocked, ich bin knocked, ich bin knocked. Nein! Oh! Ich bin wieder knocked. Ja, doch. Nein, ich fall raus. Ich dreht ihn weg, so. Legt Ori da hinten noch oder haben wir es geschafft? Alter, das war aber auch eine Sweat Round, ne? Gelaufen. Alter, wie ich da noch am Ende auf dem Seil balancieren musste. Mit meinem Cat Clit.
auftragen und polieren. Und ich habe ihn dann mit meiner Cat-Clit rausgedrückt am Ende. Die Cat-Clit. Und das Seil. Hallo? Cat-Clits. Ich bin doch nur eine süße Katze. Ich zeig mein Stiepi im Foto. Oh, 600 Nemo-Backe. Ich habe 5000 Erfahrungspunkte bekommen. Ich habe auch voll viel gekriegt, weil ich gerade 2 Quests erledigt habe oder so. Mit Level 57. Na, ich bin 58. In meiner Nasenlänge voraus, weil er halt sehr viel privat spielt. Gar nicht. Bei sehr viel wäre ich viel weiter. Ja, die Leute wollen Castle Weenie. Und das ist noch da dunkler jetzt. Da musst du aber jetzt irgendwie den schwarzen Gorilla nehmen. Da bist du richtig Ninja. Sieht dich keiner. Wir sollten beide so entweder schwarze Katze, schwarzer Gorilla oder schwarzer Hund. Dann richtig abtauchen in die Anderswelt. In die Anderswelt. Ich finde das so toll, die Anderswelt. Das ist so bescheuert. Ne? Die Leute fragen, wann gibt's ein Anderswelt-Shirt? Bitte bringt. Ja, dann kriegen wir Ärger mit Vincent Raven. Und der wird korrekt auf das Set. Der hat keine Rechte an der Anderswelt. Den hier, Alter. Ja, so Vanilla Black, Alter. Guck, alle nehmen Black, Alter, wie alle schwarze Viecher nehmen. Es wird richtig dark. Es wird richtig düster. Enis heißt der eine. Enis mit dem dicken Penis. Oh, da ist einer mit asiatischen Schriftzeichen im Namen. Der muss nicht mal in die Dark Zone. Guck, du siehst dich nicht, wenn du da in der Ecke so hängst. Ich bin schon genockt. Hä? Wo bin ich? Ewig weggeprügelt. Achtung, der Hai hat Shark Boost. Ich hab schon eine Katze vernichtet. Vorsicht, da rennt dieser komische Tomogachi-Man rum. Tomogachi. Uff. Ja, der ist raus. Geil. Boah, Alter, der hat. Ich hab ihn rausgeballert mit einem Standardschlag. Mr. Tomogachi, Alter. Tomogachi kam an mir vorbeigeflogen wie... Oh. Das bin ich, aber da Achtung, der ist böse. Der andere Gorilla. Ich geh weg von dir. Einfach hauen, ich geh weg von dir. Ich glaube, ich habe was getroffen im Dunkeln. Ich habe den Ori hier. Das ist Oris Friend. Der ist raus. Ich bin auf einer Banane ausgerutscht. Ich habe nichts gesehen. Warte, ich hol ihn. Ja, ist weg. Alter, kannst auch die Dinger hier hochheben, da gibt's Licht. You dark ninja lose, Alter. Die Anderswelt. In der Anderswelt. Alter, hier ist so ein super High. Ich glaube, ich bin weg. Ich sehe halt nichts. Ne, ich bin weg. Dark Shark hat mich weggeholt. Obacht vor dem Hai. Man kann sogar die Scheinwerfer drehen. Hinten habe ich eine Bombe reingedudelt, aber ich glaube, da ist niemand. Da sind noch voll viele. Warum ja, es sind voll viele, aber der Hai hat mich direkt geholt. Er hat mich direkt in die Anderswelt gezerrt. Achtung, da kommt der Chinese zu dir. Tomogachi. Der Hai kommt. Oh, Alter, Hai hat sich selbst gekillt. Er ist einfach an mir vorbeigeflogen. Ich mach Bombe in die Anderswelt. Vorsicht. Aus dieser Dimension kannst du dich nicht befreien. Zwei blaue. Oh, Schwanz Mann, and Raven. Alter, Schwanz and Raven, er hat mein Dings einfach rausgeschmissen. Uff. Ich sehe nichts. Oh Gott, da fällt das Ding schon auseinander. Ja, du musst ganz in die Ecke, das ist der große Trick. Weil hinten verkeilst du dich dann auch so und dann kriegt dich kaum jemand weg, wenn du da. Was? Er hat mich mit dem Schläger totgeprügelt, im Dunkeln, in der Gasse. Anderswelt-mäßig, ja? Er hat mich aus der Anderswelt zurückgeholt.
Ah, er kämpft auf jeden Fall ziemlich brave. Hm. Tomogachi-Style. Ja. Wir wissen nicht, ob er Assi hat. Alter, Mr. Tomogachi! Alter, Mr. Tomogachi holt sich das blaue Team zwischen Fisch und Kadavern aus der Anderswelt. Oh Gott, die Steine, es sind bald keine mehr da. Andersbombe. Falscher Knopf, Andersbombe. Uff. Forever knocked. Die Bombe sagte aber, juckt mich jetzt nicht. Jetzt liegt meine auch noch da. Oh, beide raus. Oder nee, nein, er lebt noch, Tomogachi-Style, Alter. Er hat diese Klebefaust gemacht. Die Klebefaust, ja, seine Haut ist wie vom Gecko, weißt du so. Ja, er hat den Gecko gemacht. Alter, ich habe eben die Katze genockt und wurde selbst richtig hart genockt. Eine Doppelknock. Knockshock. Wer bin ich? Ich hab eben einen Hai geschlagen. Ich auch. Oh, aber dann kam El Dogo Le Logo. Alter. Ori. Der alte Blindmacher. Oh, gib mir eine Faust. Ich bin Eis. Ja, ich wollte das Eis erhitzen. Au, au, au. Alter, hab ich eine Faust bekommen. Wo bin ich? Wo ist Ori? Wo bin ich? Wo ist Ori? Wo sind überhaupt die ganzen Leute hier? Du bist noch am Leben? Ja, hier noch ein bisschen. Ich auch. Moment, bist du das? Nee, das ist... Ja, hier rennen auch alle so mit so affenähnlichen Gestalten rum, ne? Alles ist irgendwie so ein Gorilla. Ja, ja. Oh, Mr. Tomogachi. Den habe ich erstmal entsorgt. Oh, Mann! Ich wollte den Tennisschläger haben. Bist du das? Jetzt habe ich gerade eine Knarre gefunden. Ich bin hier, weiß nicht, wer bist du. Ja, weil hier so viele Affen rumrennen. Das ist wie in dieser einen Nacht im Club. Was geht hier ab? Bomben, Affen. Moment, bist du... Nee, das bist du auch nicht, du. Ich wurde schon wieder weggepuncht. Ich hab dich versucht zu retten. In der Anderswelt hier. Ich bin hier auf dem Boden rum. Alle kloppen sich um den Schläger. Dieser Hai! Achtung, Vorsicht! Ich bin, glaube ich, Eis, oder? Nee, der Hai ist Eis. Jetzt bin ich Eis. Achtung, das war ich. Das bin ich, auf den du schießt. Der letzte Klumpen, das bin ich. Hier hinter dir ist der Gegner. Oh, oh nein, er hat mich einfach rausgeboxt, ey. Boah, die Bombe. Ich sehe nichts, ich lebe noch. Nee, ich bin runtergefallen. Der Grüne auch, aber später erst noch. Ja! Oh, ich habe mich doch irgendwie so leicht festgehalten. Nur gesehen, ich habe noch so einen Ziegel in der Hand. Da vorne liegt ein Buzzwollknuppel. Alter, er bewegt sich nicht. Ich laufe auf ihn zu, schlage ihn und werde einfach ausgenockt und weggeschmissen. Das ist so dermaßen random eigentlich, dieses Spiel, ne? Ja, wenn die Anderswelt erstmal kickt, weißt du, wie es läuft. Boah, da hinten geht's gut ab, ey. Da schmeiß ich doch mal hier von hier aus. Schmeiß ich da jetzt eine Stratego-Bombe in die Ecke. Oh, jetzt guck mal, wie die da angeflogen kommen. Ah, jetzt hauen alle ab, oder was? Gerade der Bombenspaß beginnt, ey. Ups, der Dildo-Deal beginnt und alle fliehen. Warum eigentlich ups? Weißt du, ist ich hab bald, nach dem Motto, ich bin draufgefallen? Oder? Ja, so ups, da ist er ja schon drin. War, dachte, das wäre schwieriger bei der Größe. Wusste nicht, dass ich so trainiert bin. Steinige sie einfach mit. Ich habe jetzt alle hier Werbekooperationsanfragen gekriegt hier. Flashlight. Echt? Würde ich machen. Würde ich machen. Ist nichts Verwerfliches an einer Flashlight, oder? Nee. In unserer aufgeschlossenen Welt soll man mal nicht so rumheulen, nur weil ich möglicherweise, naja, hetero würde ich jetzt nicht behaupten. Sehe ich aus wie so ein typischer Kunde, oder warum schreiben die mich an? Schon, ich finde, das sieht aus wie so ein Flashlighter. Professor Flashlight. Eine von mir herstellen? Ja, von deinem Ringmuskel.
Alter, das ist so Anderswelt, diese Map, ne? Die ist richtig Anderswelt. Ich sehe halt auch nichts. Irgendwo hier ist ein Hund. Glaube ich. Boah, jetzt habe ich einen Schlag abbekommen. Aber ich lieg gut. Hat irgendwie Lachs reingeworfen. Was habe ich denn da eben getroffen? Irgendwas habe ich schon wieder getroffen. Boah, ich häng da ganz merkwürdig. Wir brechen da die. Ja, oben in der Blindmacher Forest. Oh, nee. Nee, das war's. Der Hai, der hat mich, als ich ihn aufheben wollte, so einen Uppercut gegeben. Boah, das ist jetzt eine Regelbombe. Oh, doch nicht. Sie bleiben beide da liegen. Keiner regelt. Ja, oh, blau. Davon. Hat aber noch nix Sieg. Weil er nutzt Emojis. Jetzt hat einen Sieg, weißt du. Freut sich dann Ast. Der Hai muss weg. Der ist richtig strong. Ich glaube, ich hab ihn. Ja, Hai ist tot. Auch dieser Uri-Verschnitt nervt hardcore. Oh no, ich lick. Na, die Ninja-Katze wieder. Ich bin weg. Immer. Uri hat mich weggeholt. Ich habe den zwar den Hai gekillt, aber dann kam Pori. Halt dich erstmal so ein bisschen raus. Bleib erstmal so in den Shadows. Ich versuche sie mit Bomben erstmal ein bisschen zu distracten. Ach, nur der eine hat eine Schaufel. Ichi, Meister, lebt noch. Gelb hat 2. Da kommt eine Bombe rein, Vorsicht. Andersweltbombe. Oh, da sind viele gestorben. Und da liegt eine Schaufel. Holt sich aber grün. Achtung, grün hat Schaufelette. Oh, oh, und da fällst du raus. Genau durch den Schlitz, Alter. Mein Leben lang bin ich auf der Suche. Nach dem perfekten Ichiban. Nach dem perfekten Schlitz. Und jetzt werde ich einfach durchgezwungen. Warum gehen die nicht auf Blau? Blau ist doch Hass. Blau ist Hass. Da liegen sogar Nunchakalus. Oi. Oh, aber der lebt noch. Genau auf der Kante liegt der. Der Schaufelkiller ist hier Jason X, Alter. Lebt der da hinten noch? Da liegt ja einer genau auf der Kante, der Pori. Ich werf mal einen Lachs auf ihn. Er hat nicht reagiert auf den Lachs. Ich werf mal eine Bombe rein. Auf Scharmut-Basis. Oh, jetzt reagiert er. Siehst du, jetzt reagiert er bei der Bombe. Der Dreckslump. Grün ist weg. Oh, oh, oh. Kommt jetzt wieder der klebrige Gecko? Boah, ja, er hat versucht mit einer Gecko-Hand sich, aber... Ja, aber hat gereicht. Hat gereicht. 70 Itchy Baby heißt er ja auch. 70 Itchy Baby. Ah, hier ist wieder Dr. Shark. Boah, da kommt Pori. Alter, dieser Pori hat's auf mich abgesehen. Oh, oh, blau hat, ist einer raus. Aber Dr. Ichi hat einen Lolli. Vorsicht, Vorsicht, rennt mit Lolli rum. Ja, ich weiß. Ah, oh, Mist, ich wollte hier die Dings. Ich wollte mir die Gun holen, aber. Oh, 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 die sind bei mir. Bist du tot? Nee. Ja, ich auch nicht, aber. Ich weiß nicht, wo die Gun ist. Boah, das hat mich eben gerade richtig übelst genockt. Ich wollte gerade den gelben raus. Naja, ballern. Hier war zweiter dran. Boah. No, gelb hat mich. Glaube ich. Obwohl. Naja, ich. Distractor! Vorsicht! Oh, du hast mich. Du hast mich. Gelb ist raus. Ah, oh, Vorsicht, Sensei hat Lolli. Sensei. Nice. Ja. Raus, 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 raus. Achtung, Pori! Oh nein! Alter, ich bin selber rausgefallen jetzt. Oh, ich wollte den Lolli retten, aber er war nicht rettbar. Boah, ich hab einen Knock. Alle haben einen Knock.
der Sensei hier. Boah, die Bombe hat mich ausgenockt, Alter. Ich lebe noch. Ich nicht mehr. Die Bombe hat mich und ich habe mich extra in die Ecke begeben. Ich glaube, ich habe es geschafft. Oh, ich habe mich gerade noch so reingerollt in die Ecke, damit ich mich da wieder verkeile. Ja, ich lag halt irgendwie am Boden. Die Bombe kam direkt in meinen Mund geflogen. Alter, das war eine fiese schwedische Itchy-Banane. Oh, Dark Itchy Round. Richtig Dark Itchy Redemption. Und der eine ist disconnected so. Klar, der ist raus. Der hat abgeschlossen mit allem. So Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, beim nächsten Mal wieder einschalten. Das war ein schöner, sexy Double Win im Dunkeln. Zwei Wins, ein Mund. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.